Hallo liebe Freunde der Sonne, heute erzähle ich euch ein bisschen was über diesen Wintergarten und dieses Terrassendach. Ja, heute freue ich mich, euch etwas zu diesem ganz besonderen Bauprojekt zu erzählen. Nämlich haben wir hier ein Doppelhaus hinter uns und beide Bauherren haben sich ihren Wohntraum oder ihren Terrassentraum verwirklicht auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir haben auf der linken Seite einen Wintergarten mit einem Flachdach und einer Glaskuppel und auf der rechten Seite, von mir aus rechts, von euch aus links, haben wir die gleiche Konstruktion, den gleichen Baustil, die gleiche Architektur als offenes Terrassendach mit der Möglichkeit, das später auch noch zu schließen, aber erstmal so vom grundsätzlichen Baustil wurde das hier identisch gebaut. Dadurch, dass ja, die beiden Nachbarn sich da gut miteinander abgesprochen haben und das alles von uns aus einer Hand gebaut und konzipiert wurde, haben wir also hier zwei Objekte, die das ganze Gebäude ja, ergänzen und harmonisch miteinander aussehen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen die Details dieser beiden Objekte und wir fangen jetzt mit dem Wintergarten an. Auf geht's! Ja, zunächst mal ein paar Basisinformationen zu diesem Wintergarten, den wir hier hinter uns sehen. Ich sagte ja bereits, dass es ein Wintergarten ist mit einem Flachdach und einer innenliegenden Glaskuppel. Und der Wintergarten selber ist mit Holzfenstern versehen. Also wir haben hier ringsherum Holzfenster und haben bei der Dachkonstruktion auch eine innenliegende Holzkonstruktion und außen die Aluminiumblenden, mit denen das Ganze dann verkleidet ist und abgedeckt ist. Außen drauf befindet sich eine Schweißbahn, also eine Dachabdichtung für Flachdächer und dann in der Mitte die entsprechende Glaskuppel mit einer Dreifachverglasung und auch zwei Dachfenstern darin. Der Wintergarten öffnet sich jetzt hier zu mehreren Seiten. Wir haben hier einmal die Hauptterrassenseite und wir haben bei dem Wintergarten Hebeschiebetüren verbaut, so dass sich das Ganze auch schön öffnen lässt. Ja, die beiden Hebeschiebetüren sind jetzt von innen bereits geöffnet, so dass ich euch jetzt von hier einmal in den Wintergarten hereinlassen kann. So, die Hebeschiebetüren lassen sich komplett bis über diesen feststehenden Teil öffnen. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip der Hebeschiebetür, dass man einen feststehenden Teil hat und eben den beweglichen Teil, den wir jetzt gerade von hier nach da komplett rübergeschoben haben. Und das Gleiche können wir mit dieser Seite dann auch machen. So ist das Ganze dann komplett geöffnet. Wir haben in der Mitte der Fenster und der Hebeschiebetüren auch noch diese Sprossen eingebaut, also beziehungsweise das Fenster geteilt. Und dadurch, dass man die Hebeschiebetür wirklich komplett bis rüber schieben kann, hat man dann auch tatsächlich diese Teilung weitgehend übereinander liegend, so dass, wenn der Wintergarten komplett geöffnet ist, die Optik auch immer noch mal so ein bisschen mitspielt. Okay, bevor wir reingehen, zeige ich euch noch ein bisschen was über diesen Dachüberstand, den wir hier haben. Wir haben in dem Dachüberstand eine Beleuchtung verbaut und diese Beleuchtung ist auch jeweils immer auf den Fenstersprossen, so dass das Ganze abends hier schön beleuchtet werden kann und ja, man den Wintergarten von außen auch entsprechend erhellen kann. Gleichzeitig ist hier eine Trespa-Fassadenverkleidung drunter, die witterungsbeständig ist und auch für solche Dachüberstände üblicherweise genommen wird. Und zusätzlich ist in diesem Dachüberstand eine Aussparung drin, so dass diese Kästen der Raffstore dort mit rein versenkt werden konnten. Also das heißt, diese Raffstore-Kästen, an die ich jetzt hier nicht rankomme, aber ja, die bauen noch etwas nach oben auf. Und damit die nicht ganz so weit bis in die Fenster ragen, wurde das entsprechend ausgespart, so dass wir die Raffstore-Kästen ein bisschen nach oben verstecken lassen konnten. Genau, die Raffstore haben diese Schienen hier außen auf dem Wintergarten angebracht, wo das Ganze dann drin runterfährt. Das zeige ich euch gleich auch noch. Es gibt hier draußen Insektenschutztüren, die sich dann so öffnen und schließen lassen, so dass man den Wintergarten schön belüften kann, die Türen offen haben kann. Ich hatte ja gesagt, wir haben oben auch noch Dachfenster, so dass man eine schöne Luftzirkulation haben kann, aber vom Insekten verschont wird und sich dafür ein bisschen schützen kann. Also dann gehen wir mal rein.
Genau, jetzt befinden wir uns hier im Wintergarten und ihr seht jetzt diesen weißen Rand, diese weiße Umrandung hier. Das ist ja der geschlossene Dachteil, der von oben als Flachdach konstruiert wird. Und in der Mitte haben wir die Glaskuppel als Walmdach gebaut, das heißt zu allen Seiten abgewalmt. Und genau, wir haben dadurch eine Mischung aus einem normalen Dach oder einer normalen Decke, wie man sie vielleicht auch im Wohnzimmer hat, und eben dem Glasdach in der Mitte. Und das ist etwas Besonderes, weil die meisten Wintergärten ansonsten ja ein komplettes Glasdach haben. Und hier haben wir die Kombination aus beiden. Und das gibt natürlich ein anderes Wohngefühl, ein anderes Raumgefühl. Es ist ein bisschen wärmer und vielleicht auch gemütlicher, heimeliger, wenn wir eben hier dieses Stück geschlossene Decke haben, was dann auch ja an die normalen Hauswände übergeht und sich anpasst. Und wir haben trotzdem den ganzen Raum sehr hell, dadurch, dass ein Großteil der Dachfläche eben ja trotzdem das Glasdach ist, haben aber vorne auch noch mal die geschlossene Decke umlaufend. Und ja, das hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel kann man sehr schön in diesem Wintergarten dann auch diese umlaufende Beleuchtung integrieren, die wir jetzt hier in der geschlossenen Decke haben, sodass man sich da abends das Ganze auch gemütlich machen kann und das Ganze schön erleuchten kann. In dem Glasdach sind hier diese beiden Dachfenster verbaut. Und zusätzlich, das seht ihr hier, an dieser Schiene und an diesem Kasten, der sich hier befindet, ist nochmal eine innenliegende Beschattung, die von links und rechts zufährt, um das Dach zu beschatten. Es ist ja bei einem Walmdach schwierig, das Ganze von außen zu beschatten, weil wir so verschiedene abgeschrägte Dachflächen haben und das lässt sich mit einer üblichen Außenbeschattung nicht so einfach und gut bewerkstelligen. Und dafür gibt es dann entsprechend dieses System, was ich euch gleich nochmal zeige. Ja, der Wintergarten ist ein vollwertiger Wohnraum. Dadurch ist es auch so, dass wir hier zwei Durchgänge haben zu dem Wohnzimmer, sodass man hier ohne, ja, ohne weitere Tür oder ohne weitere Barriere direkt zum Wohnzimmer durchgehen kann, beziehungsweise umgekehrt vom Wohnzimmer zum Wintergarten. Und ja, dann hatte ich ja bereits gesagt, dass wir hier verschiedene Dinge haben, die wir steuern können, das heißt die Dachfenster, die Beschattung, das Licht und wie man das Ganze macht, wie das Ganze miteinander funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal hier. Genau, hier ist eine kleine Steuerzentrale, das ist die Elsner WS1000 Zentrale und jetzt können wir einmal die einzelnen Sachen öffnen. Wir haben hier die beiden Dachfenster, die sind jetzt aktuell geschlossen. Und wenn es jetzt eben im Sommer warm ist und ich ein bisschen Luftzirkulation in diesem Wintergarten haben möchte, dann kann ich die aufmachen und kann, wie wir gerade schon gesagt hatten, vorne die Hebeschiebetüren aufmachen. Hier an der Seite ist auch noch eine Hebeschiebetür. Auch die lässt sich komplett, ja, bis in die Ecke schieben. Und ja, mit dem Insektenschutz dann kann ich auch hier wieder für eine, ja, große Lüftungsöffnung sorgen. Und diese großen Luftöffnungen, dadurch schafft man auch wirklich viel Luftzirkulation. Das ist ja beim Wintergarten auch wichtig, viel Luftzirkulation da reinzubekommen, weil wir viel Glas haben und weil das ja, für viel Wärmeproduktion sorgt. Und mit solchen großen Öffnungen können wir große Volumina an Luft bewegen. Und jetzt, wo die beiden Dachfenster oben offen sind, könnt ihr sehen, dass da auch nochmal ein Insektenschutz verbaut ist und dass wir eben auch eine wirklich große Dachöffnung haben. Wenn wir nicht ganz so viel Luftzirkulation brauchen oder wenn wir auch beispielsweise die Türen nicht aufhaben wollen, dann können wir zusätzlich noch diese Klappen hier öffnen, diese Kippfenster. Das heißt, wir haben dann jetzt hier einmal Kippfenstergarten und Kippfensterhang und können das können die beide auch noch entsprechend öffnen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen praktisch, wenn ich jetzt nicht die große Tür aufhaben möchte, sondern ja, ein bisschen Luftzirkulation haben möchte, aber die großen Türen nicht aufhaben möchte. Vielleicht bin ich auch nicht zu Hause, möchte das Ganze hier alleine lassen. Dann kann ich mir diese kleinen Kippfenster hier öffnen und habe hier auch eine Zuluft und habe oben bei den Dachfenstern wiederum eine Abluft und kann den ganzen Wintergarten dann einfach dauerhaft durchlüften. Wenn ich dann bei den
Dachfenstern noch einen Regensensor mit verbaue, dann kann ich das Ganze auch alleine lassen, also kann ich das automatisiert laufen lassen, wenn ich nicht zu Hause bin, dass sich der Wintergarten belüftet. Hier an den seitlichen Dachfenstern kommt kein Regen rein, bei den seitlichen Kippfenstern und bei den Dachfenstern oben kann ich dann eben mit dem Regensensor arbeiten. Ich sagte ja bereits, dass es etwas schwieriger ist, ein Walmdach zu beschatten und deswegen gibt es hier diese beiden innenliegenden Beschattungen. Die fahre ich jetzt einmal aus. Genau, diese Beschattungen sind innen angebracht, es sind also Innenbeschattungen und die fahren jetzt hier mittig im Wintergarten zusammen und sorgen dadurch für eine Abschattung von innen. Das Tuch ist leicht diffus, das heißt, es findet auch weiter ein Luftaustausch statt, oben durch die Dachfenster. Allerdings natürlich nicht mehr so stark, als wenn die Verschattungen offen sind. Zusätzlich zu diesen Dachbeschattungen haben wir jetzt hier bei diesem Wintergarten auch noch ringsherum Verschattungen. Denn wenn man das Ganze gegen seitliche tiefstehende Sonne schützen will oder einfach auch ein bisschen Privatsphäre haben möchte, dann kann man das Ganze hier auch seitlich abschatten. Und das zeige ich euch jetzt. Als seitliche Abschattung hat sich die Bauherrin hier für Raffstores entschieden. Und diese Raffstores fahren jetzt hier ringsherum runter. Wenn die Raffstores runterfahren, dann sind die Raffstores ohnehin im geschlossenen Zustand. Das heißt, die Lamellen liegen so aufeinander und dadurch wird es jetzt hier gleich schattig und dunkel und man hat eben ja den ganzen Wintergarten komplett verschlossen und kann sich hier Privatsphäre oder auch einfach Dunkelheit erschaffen, wenn man vielleicht irgendwas auf einem Bildschirm arbeiten möchte oder ja, einfach ein bisschen sich einhüllen möchte. So, bevor ich jetzt die Raffstores wieder öffne, zeige ich euch noch einmal die Beleuchtung des Wintergartens, die wir jetzt im Dunkeln ein bisschen besser sehen können. Ja, so bekommt ihr einen kleinen Eindruck davon, wie das Ganze hier abends aussehen kann, wenn der Wintergarten eben abends im Dunkeln beleuchtet wird. Und ja, durch den umlaufenden geschlossenen Dachteil hat man einfach die Möglichkeit, sich richtige Einbauspots einzubauen, wie man es sonst von einer Wohnzimmerdecke oder von einer normalen Decke kennt, was ja eben sonst in einer Wintergartendachkonstruktion, also in einer Glasdachkonstruktion, ein bisschen schwieriger ist, zumindest was auch die Größe der Spots angeht und auch die Helligkeit. Da ist man ein bisschen begrenzt, weil man weniger Einbauplatz hat. Und hier hat man eben alle Möglichkeiten, sich eine schöne Beleuchtung einzubauen. So, fahren wir die Raffstores wieder hoch und dabei seht ihr gleich, dass sie auffahren und man sie dann in der Position auch stoppen kann. Jetzt sind die Raffstores weiterhin unten, aber ich habe sie jetzt die Lamellen verstellt, so dass wir in den Garten gucken können. Wir bringen ein bisschen Tageslicht rein, aber trotzdem haben wir es verschattet, aber haben dabei unseren eigenen Grad der Verschattung sozusagen eingestellt. Also so viel Schatten oder Sonne, wie wir das eben möchten. Und ja, wir haben auch die Möglichkeit, das Licht damit ein bisschen zu lenken und zu leiten. Also das Licht auf dem Fußboden, je nachdem, von wo die Sonne kommt, hier ein bisschen zu lenken. Und das ist eben der Vorteil an Raffstores gegenüber einer normalen Senkrechtbeschattung. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, mit dem Tageslicht zu arbeiten und zu spielen und dabei ein paar schöne Szenarien zu erstellen. So, und während hier jetzt alles wieder auffährt, machen wir uns schon mal langsam auf den Weg nach drüben nebenan, wo das Terrassendach ist, was auch in diesem Stil gebaut wird. Und wie das Ganze aussieht, das können wir uns jetzt einmal anschauen. Auf geht's. Ja, ihr werdet vielleicht einige Parallelen zu dem Wintergarten erkennen. Auch wenn das hier ein eigener Bauherr ist mit seinem eigenen Projekt, ist hier vom Stil her und von den Materialien her alles sehr ähnlich gemacht wie zu dem Wintergarten und nur eben halt als Terrassendach. Das heißt, auch hier haben wir wieder ein innenliegendes geschlossenes Dach. Und in der Mitte die Glaskuppel. Und das Ganze ist jetzt hier freistehend. Kann man auch einmal ein bisschen einen Einblick in die Konstruktion von so einem Wintergarten oder einem Terrassendach bekommen. Denn statisch und konstruktiv ist das exakt dieselbe Konstruktion. Dadurch kann man erkennen, dass wir hier in allen Ecken des Terrassendaches Stützen haben. Das heißt hier und in der Ecke. Und hierhinter befindet sich ein tragendes Element. Und wir haben dann hier in der Ecke wieder eine Stütze
und dort auch. Und in der Front ist das Ganze auch noch einmal mit einer weiteren Stütze unterteilt, sodass das Ganze hier für sich selbst steht und freistehend ist. Das muss es natürlich ohnehin, weil das eine Konstruktion ist, die auch sehr viel Gewicht hat. Und zusätzlich müssen wir bedenken, dass wir hier auch, was Schneelasten angeht, eine etwas herausfordernde Situation haben. Wir haben nämlich, wenn wir die Kamera einmal drehen, kann ich euch das hier zeigen. Ihr könnt ja sehen, dass wir dort das Hausdach haben und das ist sehr steil. Das heißt, der Schnee rutscht da von dem Hausdach runter und das Glasdach hat ja die Schräge in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, es bildet sich so eine Senke, wo sich der Schnee wirklich auch sammeln kann. Das heißt, es gibt hier eine erhöhte Schneelast, einen erhöhten Schneedruck. Und das ist wichtig, sowas immer mit zu bedenken und zu berücksichtigen und das Ganze statisch korrekt abzufangen, damit ihr lange Freude und Spaß an so einem Bauwerk habt. Dieses Terrassendach ist jetzt ja ein Terrassendach, ein offenes Terrassendach. Es hat aber die Möglichkeit, das Ganze später auch noch zu verschließen. Dadurch, dass wir ohnehin diese Stützen immer hier haben und auch hier in der Mitte, die sind alle in einer Flucht und auch von der Dimension, von der Breite her bereits so gebaut und konstruiert, dass man hier entsprechend große Schiebetüren auch einsetzen könnte und das Ganze dann verschließen kann. Ja, es besteht die Möglichkeit, sowas ohnehin als Sommergarten zu verschließen, wenn man einfach nur eine Einfachverglasung nimmt. Aber hier in diesem Fall wurde sogar bereits im Dachbereich eine isolierte Verglasung verwendet und auch das Dach entsprechend selbst isoliert. Das heißt, wenn man hier jetzt auch wärmegedämmte Türen und Fensterelemente einsetzt, ein entsprechendes Fundament macht, dann können wir das hier zu genauso einem schönen Wintergarten machen, wie wir ihn gerade nebenan gesehen haben. Okay, das war ein kleiner Überblick über dieses Projekt mit dem Wintergarten und dem Terrassendach als Flachdach mit Glaskuppel und ich hoffe, es hat euch gefallen, hier einen kleinen Einblick zu bekommen, was für Dinge man bauen kann, wie man das miteinander kombinieren kann, wie man die Baustile aufeinander abstimmen kann, sodass sich ein schönes, tolles, harmonisches Gesamtbild ergibt. Vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt und ja, viel Freude beim Planen eures eigenen Wintergartens und bis zum nächsten Mal. Ciao.